Abemir beendet gerade seinen Balsam, schaut auf den übrig gebliebenen linken Stumpf von Leonardo, der irgendwann in Ohnmacht gefallen ist. Einige weitere Bücher, die da auch noch brennend und schwelend herumstinken. Einiges Aufruhr, aber viele Akoluten, die auch noch bei herbeigelaufen sind, die dann versuchen, da die Explosion wieder zu beenden. Mit verwirrtem, blutigem Gesicht kannst du dann nach draußen treten, nachdem du dein Notdürftigstes getan hast. Die astralen Fäden sind aus deinen Händen rausgeflossen, rausgeströmt, direkt in den Arm von Leonardo. Er wird wohl überleben, aber seinen Arm hat er verloren. Was auch immer du da an Wahnsinn in ihn hineingepumpt hast. Als du mit verwirrtem Blick wieder nach draußen trittst, wieder etwas frische Luft riechend, kannst du sehen, wie leichter Ascheregen einsetzt. Dicke, graue Flocken, die herunterfallen, sich auf dein Gesicht legen. Wisch nochmal mit dem Finger danach, mit deinem Zeigefinger, schmierst es dir aus dem Gesicht und siehst eben, wie grauer Ruß zurückbleibt. Ascheregen. Von Ömer keine Spur. Wo wollten deine Freunde sein? Verdammt, wo ist dieser kleine Tulamina schon? Immer wenn ich ihn brauche, ist er nicht da. Ich hab ihm doch gesagt, er soll hier warten. Nun gut, hier kann ich auf ihn warten. Mein Selbstgespräch vertieft, renne ich dann in Richtung alter Residenz. Wir hatten, glaube ich, keinen Zeitpunkt Treffpunkt ausgemacht, glaube ich mal. Das, ne? Ja, höchstwahrscheinlich wird der Ludolf helfen können und der weiß tatsächlich auch, wo die sind. Die haben sich nicht wirklich an- oder abgemeldet, aber man hat wohl gesehen, wie sie mit einer Person auf den Schultern von Rafim in Richtung alte Residenz gegangen sind. Du kannst auch noch sehen, wie Reto Waisenmacher steht. Unterhält sich wohl gerade mit jemandem. Und als du dann an ihm vorbeigehen willst, hält er dich auf mit seiner kleinen Hand, 1,60 groß. Halt. Ja? Wir haben jetzt so ungefähr 20, sagen wir 20. Ich habe nicht genau gezählt. 20 Prediger, die wir jetzt hier nach und nach eingesammelt haben. Was sollen wir denn mit denen machen? Sperrt sie unten in das Gefängnis ein oder der Residenz. Zu der anderen Zelotin. Alles klar. Ella! Angetreten! In die alte Residenz! Sagt Reto, habt ihr den Gewalt getroffen? Yalan? Yalan? Nee, aber mir wurde wohl so gesagt, dass hier von dem Marschall hier, Marschall von Garetien, er sagte wohl, der ist unten im Keller. Ah, gut, danke. Weitermachen. Was? Okay. Beweg dich! Ja, du siehst, wie tatsächlich jetzt unglaublich viele Leute herbeigekommen und jeder hat viele verschiedene Prediger in verschiedensten Zuständen bei sich, die Hände auf den Rücken gebunden, gefesselt. Einige haben auch Bolzen in den Knien. Du kennst das ganze Schauspiel schon. So kannst du dann den Weg in Richtung Keller antreten, betrittst dann die baufällige alte Residenz. Siehst dann auch über dir noch, wie da die Statuen der Gergülien stehen und ja, hinter dir rumpelt es, wenn dann die anderen Leute, die einfach folgen, die Treppe runter. Ja, dann, wo seid ihr? Isarun! Abemir? Willst willen, Abemir ist da. Was? Ömer scheint da auch in der Ecke zu stehen. Ich suche den Abgang. Ach, da seid ihr, Yalan. Ich habe euch gesucht. Immer, wo? Ich dachte, ihr her. Ihr sollt doch warten. Wir haben den Goldschmied. Ich bin doch rausgegangen. Ich bin doch weggegangen. Ich habe doch gesagt, ich gehe zur Residenz. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ich habe doch irgendeinen Knall gehört. Wisst ihr, was passiert ist in der Stadt? Ja. Leonardo wurde schwer verletzt. Eine seiner letzten Erfindungen. Nun ja, ist wohl. Nun, sie ist explodiert. An dem Ding, an dem ihr die ganze Zeit rumgefingert habt, seit Stunden? Nein, das ist deine neue Erfindung, glaube ich. Ja, aber da habt ihr doch rumgefingert, oder nicht? Ich habe nicht daran noch irgendwie. Ich habe sie fertiggestellt. Herumgefingert, das also, ist dafür der Ausdruck. Ihr habt sie fertiggestellt und dann ist sie explodiert. Ihr stellt es in einen völlig falschen Zusammenhang dar. Ich will nur wissen, ob der Zusammenhang. Also, ohne Zusammenhang. Ist das denn so passiert oder ist das nicht so passiert? Etwas ist explodiert. Und er hat seinen linken Arm dabei verloren, traurigerweise. Vielleicht sollte die Finger von den Maschinen lassen. Nein. Na, an mir liegt es nicht. Da muss wohl oben ein Rädchen falsch eingebaut worden sein. Ich könnte mir vorstellen, von wem.
Maschinen explodieren nicht so einfach. Na, ich habe daran nicht rumgefingert an der Maschine. Helft mir! Ich habe auch nicht da rumgefingert. Helft mir! Ich bin hier unten! Lala, was ist denn hier los? Kommt ihr wohl hier runter und macht die Tür hinter euch zu. Bitte! Sie tut euch hinterher angiften. Rafim hat einfach gerade ein wenig Spaß. Rafim, lass den Mann in Ruhe! Wo hab ich denn mein Ich gehe 5 Sekunden aus dem Raum! Ja. Und du fängst schon an, die Messer auszupacken. Kommt nach oben. Immer. Ja, hast du noch so einen Stoffklumpen für mich? Was für einen Stoffklumpen? Ja, irgendwas. Ja, Moment, ich hab da noch einen. Und der kam im Rucksack und holt einen, blutverschmierten, mittlerweile leicht, zu größten Teil angetrockneten Stoffklumpen raus, der noch blutig ist. Hier, sowas? Ah, perfekt. Ich habe noch ein Beißholz. Ja, hab da unten Geräuschquellen, die müssen eingedämmt werden, weißt du? Isolierung. Achso. Warum hast du blutigen Stoff dabei? Ich helfe ja anderen Leuten und man kommt nicht mehr dazu, alles auswaschen zu können überall. In der Stadt sind ja noch überall Leute, denen man helfen muss. Ja, Rafim geht pfeifen wieder nach unten, knebelt den Mann und führt seine Befragung mal fort. Ja, du hörst durch die Tür, wenn sie sich öffnet, lautes Weinen, die dann wieder leiser wird und mit einem Klicken fällt das Schloss wieder ein. Irgendwann öffne die Tür und folgt mal. Rafim, was ist denn hier los? Was macht ihr denn? Der Mann hier lügt mich an. Weil was er sagt, also wie er es sagt, glaube ich ihm, aber was er sagt, macht keinen Sinn. Wer ist der Mann denn? Ich meine, ich kann ja theoretisch jeder belügen, eigentlich kann dir das vollkommen egal sein, nehme ich an. Der Mann ist der Goldschmied. Rafim, hör auf, den Mann zu foltern. Damit habe ich noch gar nicht angefangen. Dieser Reo? Ja, genau. Ich erkläre ja nur, was ich ausgebildet hat. Oder der die Scheiße Reo Gemschneider, ja. Ja, richtig. Der. Ja, genau. Reo Gemschneider, der Goldschmied. Meine Herren, bitte. Gebt mich hier. Ich hab nichts getan. Ach, du bist der Typ, der die Zeloten hier auf die Stadt loslässt. Du bist das Arschloch. Nein! Richtig. Und wir müssen uns auch noch den Ronreigeweihten schnappen. Aber wenn hier so lange rumsteht, dann dauert meine Erklärung so viel länger. Er hat mich gewürgt. Ich denke, ihr kommt mir auch ohne mich klar. Vielleicht sollte ich mich um die Antimagier kümmern, dass die sich mal auf die Gargülen stürzen. Ein sehr guter Vorschlag. Also Rafim, mit Feuer kann man so richtig schön Spaß haben bei Leuten. Ich denke, wir werden jetzt alle zusammengehen und uns diesen Geweihten schnappen. Lasst euch nicht aufhalten. Welchen kommt mit? Aber ich lasse den Mann ganz sicherlich nicht alleine. Jalan, welcher Geweihte? Der mit dem kaputten Fuß, der von dem Ogre gefressen wurde. Dieser Suspekt mit Schuld. Rondriana. Er wurde hinreichend belastet. Okay. Echt, schaffen wir das, den offiziell mitzunehmen? Wir haben das Reichssiegel. Dreimal. Der Mann wird der Ketzerei angeklagt. Er ist im Interesse aller Götter, ihn zu befragen. Wenn er sich der Befragung widersetzt, ist er schuldig. Okay. Mag euer Denken. Schließlich ist Reo Gemmenschneider hier, ja? Schuldig. Ein Handwerker und nicht irgendein dröhnender Tagedieb. Vielleicht sollten wir das vielleicht nachts tun, damit wir nicht so Aufmerksamkeit erregen. Die Diener des Empires werden sich nicht in Nacht und Dunkelheit verbergen, in der Ausübung ihrer Pflicht. Aber bedenkt die Außenwirkung, wenn wir einen Rondra-Geweihten verhaften. Ihr geht ja davon aus, dass er sich wehrt. Warum sollte er? Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, ihn frei rumlaufen zu lassen. Jeder einzelne dieser Verrückten hat bis jetzt ihn erwähnt. Richtig. Was mit seinem Prios-Typen da? Ist der auch nochmal erwähnt worden? Er ist wohl tot. Er ist wohl einer von denen, der in der Stadt des Lichts gestorben ist. Da sind wohl 3 Prioten gestorben und das ist wohl einer von ihnen. Wir sollten da vielleicht nochmal nachfragen. Ich bin nicht geneigt dazu, den Worten eines offensichtlichen Lügners zu glauben. Ich wollte auch gerade sagen, wenn wir davon ausgehen, dass der Mann vielleicht hier diesen Unfrieden mitstiftet, dann wird er bestimmt sich nicht an die periodischen Ordnungen und Gesetze halten. Und wir sollten ihm ein wenig Feuer unterm Arsch machen. Wir werden der Sache nachgehen. Aber wir brauchen auch trotzdem jemanden, den ich vertrauen kann, der auf diesen Mann hier aufpasst. Wird auf einmal sein Augenlicht wieder erhalten. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber... Hm? Der war als Handwerker blind? Nein, er hat
Jalan hat irgendwas gesagt, hat die Götter angerufen, dann haben die Götter ihn gestraft und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Wer einen Eid bricht, den schlägt der Paras mit Blindheit. Das weiß doch jeder. Richtig, genau. Und dann wurde er auf einmal wieder nicht blind, aber er hat nicht Herrn Paras angerufen, sondern den Güldenen. Vielleicht ist er ein dreckiger Paktierer. Das haben wir hab bereits schon gedacht, aber und seine Augen sind purpur. Immer ja, schau dir das mal an. Ich reiß den Mann mal gegen seinen Willen die Augen auf. Siehst du? Purpur. Schon wieder die Farbe purpur. Aber das könnte auch genauso ein Paktmal sein. Wie habt ihr es denn jetzt überprüft? Wir haben einen geweihten Gegenstand an seine Schläfe gedrückt. Das ist doch kein Beweis. Manchmal dauert es Stunden, bis sich eine überhaupt großartige, schmerzhafte Verfärbung irgendwo zeigt. Mit geweihten Gegenständen. Denkst du, ich sollte ihm vielleicht das Auge entfernen und schauen, ob es nachwächst? Wenn er ein Paktierer irgendeines Dämons ist und er geht sozusagen jetzt hier in den Tempel eines Gottes, der nicht gegen ihn gerichtet ist, also nein, gegen ihn sind natürlich alle Götter gerichtet, aber es gibt ja sozusagen der Gegenspieler. Es gibt ja sozusagen die absoluten bösen Gegenspieler unserer geliebten Zwölfe und diese gegensätzliche Sache, wir müssten rausfinden, mit wem er wohl paktiert hat. Denn die gegensätzliche Sache, die zu berühren, das würde ganz schnell gehen. Das heißt, wenn er jetzt hier mit dem Herrn der Rache paktiert hat und ihr berührt ihn mit eurem Praios heiligen Schwert, kurz, dann würde es einen sehr schnellen Effekt geben. Ansonsten kann es sein, dass es Stunden braucht. Und was schlagt ihr vor? Ihn in Weihwasser baden? Nein, nein. Mehrere Stunden in einem heiligen Raum würden schon zeigen, dass der Mann anfängt, irgendwelche Symptome zu zeigen, die nicht normal sind. Oder mehrere Stunden lang irgendwie einen geweihten Gegenstand sanft auf die Brust schnallen. Aber natürlich müsst ihr dabei bleiben bei der Person, denn die darf ja nichts tun, was jetzt hier sozusagen die Weihe abschwächt, indem sie sozusagen jetzt hier irgendwelche ungöttlichen Dinge sagt oder macht. Weil ansonsten kann die Weihe erlischen auf einen Gegenstand, wenn ich mich richtig erinnere, dass man sich nicht an die Gebote der Götter hält. Oder des Gottes vor allen Dingen, der die Weihe da draufgelegt hat. Götter geben und die Götter nehmen. Auf jeden Fall sollten wir Nachforschung anstellen, ob diese Worte, die er gesagt hat und was diese Farbe Purpur zu bedeuten hat. Jetzt packt mal, jetzt sind denn Purpur eine Also Purpur weiß ich zumindest, in Kuntium darf man nicht einfach damit handeln, weil das irgendwie die Farbe der Herrscher ist. Das dürfen nur ganz, ganz spezielle Farbhändler. Ich habe in meiner Schneiderei gearbeitet und ich kann sagen, Purpur ist eine Farbe, die darf kein einfacher Färber auf der Straße irgendwo auch nur anbieten. Da braucht man ganz spezielle Dispense für, die man eigentlich nicht bekommt, einfach so auf der Straße. Das ist also irgendwie sowas Königliches. Gibt es nicht auch Gift, das irgendwas mit Purpur heißt? Weiß nicht, ich bin kein Alchemist. Ich erinnere mich gerade. Wisst ihr, Ich hab den Namen schon mal gehört. Wisst ihr, als wir in Gareth waren, bevor wir in die Schwarzen Lande aufbrachen? Ja. Und ich hatte dieses Zusammentreffen mit diesen zwei Straßenkindern. Die euch vom Pferd geschossen haben. Richtig. Was sagten Sie, sollten Sie mir überbringen? Einen Purpurblitz. Ach, da habe ich das bestimmt gemeint. Aber das war ja gar kein Gift. Weiß nicht, was es war, aber es war auch Purpur und hat mich glatt vom Pferd gerissen. Also irgendwas stimmt mit dieser Farbe nicht. Ist die Farbe vielleicht mit einem Dämon assoziiert? Ich habe noch nie davon gehört, dass diese Farbe mit einem Dämon assoziiert ist. Wir müssten mehr Leute fragen. Da war doch... Nein. Also seine Augen sind auf jeden Fall... Ich schaue mir seine Augen nochmal an. Sehen die neu aus oder sehen die geheilt aus? Das sind normale Augen. Also es ist auch nicht so, dass die irgendwie kaputt waren. Sie waren einfach trüb. Rau, ja, richtig, milchig. Und das ist jetzt wieder weg. Also sind so ein bisschen... Im Licht kannst du das sehen, wenn du mal so ein bisschen mit der Kerze dann dich bewegst. Flackert so ein bisschen Purpur und sonst würdest du eben eher sagen blau oder sowas. Ich würde jetzt gerne eine Theorie testen. Wer, sagen wir mal, einen eher leichten Magen hat, sollte sich abwenden. Ja, und dann greife ich den Mann nicht um. Dann greife ich dem Mann ins Auge. Um Himmels Willen! Mach, dass es aufhört! Ömer hat die Kerze mittlerweile genommen und spielt ein wenig mit der Flamme rum. Aber nur sanft sozusagen, so mit seiner kaputten Hand. Mach, dass es aufhört! Ja, ich würde ihm sein Auge entnehmen, sag ich mal, mit einem Finger und es mir dann genauer anschauen. Rafim! Jetzt testen wir meine Theorie.
Ja, du hast so ein bisschen nochmal das Fleischige weggeschnitten, was da dir noch so ein bisschen entgegenkam. Und ja, du siehst, dass es ein normales Auge ist, was jetzt langsam mit deiner Hand natürlich immer noch blutig ist, aber es trocknet leicht und langsam aus. Deine Augenhöhle darunter ist schwarz. Himmels Willen, abel mir, das kann man wieder reinsetzen. Ja, tut was! Tötet mich bitte! Das kann man nicht wieder hineinsetzen. Ich möchte mir mal den purpurnen Part genauer ansehen. Was daran ist purpur? Also, wenn ich das Auge jetzt öffne, wo genau befindet sich das? Ist es das im Augen? Ist es das im Augenmittelpunkt? Da, wo es sein soll. Ah, okay. Also, es ist wirklich nur die Linse. Es ist jetzt nichts Besonderes, sondern einfach nur praktisch die Iris, die purpur ist. Genau. Rafim, wollt ihr uns erläutern, was eure Theorie war? Also dem Mann wachsen offensichtlich keine neuen Augen. Soweit das ist auch offensichtlich nicht. Das bedeutet schon mal, wie hieß nochmal der Erzdämon, bei dem einem so viele Sachen gewachsen sind? Ist ja, die wir wissen, wen ihr meint. Gegenspielerin zur Herrin Zara. Richtig. Die haben wir jetzt schon mal ausgeschlossen. Oder der Gegenspieler? Ihr seid egal. Keine zuverlässige... Ja. Ich... Rafim! Ihr habt eine merkwürdige... Idee oder Umsetzung eurer Theorien. Ich glaube, die Augenhöhle blutet sehr stark. Das sollte sich jemand angucken. Ja, so mittlerweile ohnmächtig geworden. Ja, aber das blutet ja trotzdem. Gib noch meinen Lappen her. Ich stopfe den blutigen Lappen von Ömer in die Augenhöhle. Wenn das tut, wird der Mann daran sterben, sagt Ömer, wenn du dich gerade anguckst mit dem blutigen Lappen in der Hand. Dann wird es sich entzünden und sein Kopf wird das nicht überleben. Er ist schwer geschwächt und wenn ihm jetzt Wundfieber zufügt. Wir brauchen den noch, Rafim! Ömer kramt im Rucksack und holt einen Heiltrank heraus. Hier ist ein Heiltrank. Wir geben ihm den, dann wird er zwar sein Auge nicht wieder zurückbekommen, aber er wird auch nicht an Wundfieber sterben. Wir können ihn noch befragen. Und Ömer kippt ihm sanft den Heiltrank in den Hals. In den Mund natürlich, damit es den Hals runterläuft. Bei den 12 Göttern, wir holen uns jetzt diesen Rondra-Geweihten und ihr kommt alle mit. Wir brauchen aber jemanden, der hier... Besonders du bleibst nicht hier! Sonst haben wir am Ende keine Zeugen mehr! Ja, dann muss irgendwer anders von uns hier bleiben. Stellen wir zwei der Söldner ab. Aber bloß keine Preisgardisten. Wir schließen diese Tür hier ab, dann schließen wir die Tür oben an der Treppe ab und dann stellen wir da zwei Söldner vor, die nichts durchlassen sollen. Der Mann hat sich sein Augenlicht wiedergeholt, das Herr Preios ihm genommen hat. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Aber er hat nicht Herr Preios angerufen. Dann hol ein paar Ketten herbei und mach ihn fest. Ich glaube, er würde das einfach jemanden positionieren, definitiv. Vielleicht wenn ich glauben würde, dass ein paar Ketten ihn aufhalten würden, würde ich ein paar Ketten nehmen. Und alleine lasse ich dich mit dem Mann auch nicht. Das ist ja. Ihr könnt ja gerne ihr hier bleiben. Das ist mir doch vollkommen recht. Ich lasse dich auch nicht mit dem Rondrianer alleine. Mein Herr, dann bleibt Ömer hier. Ja! Meinetwegen, du siehst sowieso so aus, als könntest du Rast vertragen. Wo bist du gewesen? Vielleicht sollte ich einfach hier bleiben und auf den Mann aufpassen und versuchen, dass er nicht sofort verblutet. Ihr könnt ja beide hier bleiben, das ist sogar noch besser. Außerdem kann ich mich dann um die gute Frau kümmern, die noch im Nebenzimmer ist. Vielleicht kriege ich aus ihr irgendwas raus. Befragt sie doch einfach. Ich würde mir ganz gerne hier... Immer schnappt sich ein Schemel, tritt ihn gegen die Wand, setzt sich auf den Schemel, lehnt sich mit dem Rücken gegen die Wand, nachdem er den Rucksack auf den Boden gesetzt hat. Ich bleibe einfach ein wenig hier und ruhe mich aus. Ich habe das Gefühl, ich habe heute mich etwas überanstrengt. Ich weiß nicht, ich schlafe nicht so gut. Geht es dir gut, Ömer? Möchtest du vielleicht darüber reden? Es hilft manchmal, über die eigenen Träume zu reden, um sie zu verarbeiten. Ich sehe immer wieder diese Festung. Ich sehe diese komische Scharlachkappe, wie sie ihm den Kopf abschneidet und... nicht jetzt. Kümmert euch um die Frau und wir reden später darüber. Ich glaube, dass ihr recht habt, aber ich glaube, dass wir jetzt zu wenig Zeit dafür haben. Macht ein wenig die Augen zu. Heute Abend sollten wir alle uns gemeinsam in den Villa niederlassen und ich werde einen Segen über uns sprechen, dass wir zumindest eine Nacht gut schlafen können. Ich bin dafür, dass wir den Prioten nicht mit Waffengewalt hier hinbringen. Der Priot ist tot. Entschuldigt, den Rondra-Geweihten. Wir fragen ihn einfach. Ich schwöre, wir landen alle noch vorm Reichsgericht wegen dir. Wieso, was spricht denn dagegen, ihn zu fragen? Das meine ich nicht. Gehen wir erstmal. Ja, alles, was Yalan jetzt tut, ist erst einmal, um deine gesamte Prinzipientreue und um dein Gerechtigkeitswahn erschwert, also um 14. Der Mann hat nichts Böses getan.
Ja, genau. Nichts, was ihm nachgewiesen ist. Keine Gerichtsprozesse. Und Kiaras hat auch ebenso Probleme mit seinem Moralkodex und den Prinzipientreuen und hat es im Zehnerschwert. Habe ich gut gemacht. Ja, ihr macht die Tür wieder zu und könnt sehen, wie Isarun vor euch steht, die da wartet. Meine Theorie hat sich ja als falsch erwiesen. Halt die Klappe. Will ich wissen, worum es geht? Nein. Ihr wollt es nicht. In Ordnung. Wir haben noch viel vor. Wir sollten uns auf die Beine machen. Wie teilen wir uns jetzt auf? Oder bleibt doch keiner hier und wir gehen alle? Ich dachte, ihr wolltet hier jetzt schlafen. Gut, gut. Ja, ausruhen. Schlafen nicht, aber ausruhen, ja. Gut, ihr habt ein Auge auf den Mann, der müsste jetzt ja. Gut. Dann habe ich ein Auge auf den Mann. Ich kann ihm ein paar Fragen stellen, ohne ihn zu foltern und ohne ihm jeden Schmerz zuzufügen. Rafim, ihr sollt das Auge von dem Schmied vielleicht hier lassen. Ich habe das dahin gelegt, also ich nehme das mit. Könnt ihr ein Auge auf ihn werfen? Ich hasse euch. Gehen wir. Ja, neben euch könnt ihr sehen, wie 20 Märtyrer nach und nach in die kleine Baracke geschmissen werden. Da, wo auch noch die andere eben drin saß. Und jetzt stellen sich auch 2, 3 von Retos Söldnern davor. Eisenmacher. Die denn immer noch so bescheuert, die ganzen Zyloten? Oder sind die, haben die einen normaleren, sagen wir mal, Sprachkontext angenommen oder sagen aktuell, die aktuell sind sie erst einmal gefesselt, Knebel, der in den Mund gesteckt worden ist, einige, wie gesagt, mit blutenden Beinen, Kniescheiben, die rausgebrochen sind oder blaue Flecke, offiziell Schürfwunden oder sowas im Gesicht. Also, die wurden teilweise eben auch verprügelt oder so, aber die sind aktuell alle irgendwie ruhig und lassen das über sich, lassen das über sich gehen. Okay. Die akzeptieren das. Ja, dann geht vor, Jalan. Wo ist denn dieser Rondra-Geweihte? Hoffentlich in seinem Rondra-Tempel. Dazu hoffen. Saß denn nicht die meiste Zeit am Zwölf-Götter-Platz oder Briglo-Platz? Wegen Zwölf-Götter-Platz. Deswegen gehen wir da jetzt auch hin. Dann gehen wir direkt in die Stadt des Lichts. Und dann? Das sehen wir, wenn wir da sind. Ja, gut, am Zwölf-Götterplatz werdet ihr ihn nicht finden. Der sieht mittlerweile tatsächlich schon etwas besser aus. Auch wenn die Statuen immer noch nicht aufgerichtet sind, mit einem warnenden Blick guckt ihr noch einmal rüber zu dem grimmen Herrn Firun und könnt dann weiter zum Briglo-Platz gehen, wo ihr auch niemanden findet. Aber wenn ihr mal kurz nachfragt, werdet ihr erfahren, dass der Rondrianer tatsächlich in der Sankt Adare-Sakrale sitzt. Ach, das ist ja auch oder Stück immer. Genau. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr euch auch mit Bruder Stugomar unterhalten. Ansonsten könnt ihr den befragen. Würde euch auch nur sagen, dass der in seiner Zelle sitzt, die er bezogen hat. Und ist jetzt natürlich die Frage, ob ihr gleich weiter durchgehen wollt oder noch vorher mit Stugomar reden wollt. Wenn überhaupt, macht er sich so. Ich habe da gerade keinen Kopf für. Auf jeden Fall müssen wir den Brief noch erschreiben lassen. Ja, dann mach das doch. Nervt mich nicht mit sowas. Hier. Bruder, Sigmar, ihr müsst hier eure Unterschrift drunter setzen. Ja, genau dort. Er klappt das kurz auf, liest sich das durch, überfliegt das, nickt nur, grummelt irgendwas und setzt dann sein Zeichen drunter. Sehr schön. Ich roll es wieder ein und stecke es in meine Revier. Ja, wenn ihr dann weitergeht, den Ronda-Tempel entlang, die Leichen links und rechts ignorierend, könnt ihr ihn in seiner Zelle finden. Hat sich da wohl gerade auf seine Pritsche gesetzt und das Holzbein, die Prothese abgenommen, reibt sich seine schmerzenden Glieder und schaut euch an. Nickt euch zu. Ah. Ihre Gnaden und die Magister und willkommen. Na los, Jalan, frag ihn. Schau mal Jalan erwarten daran. Verzeiht. Wie war euer Name noch gleich? Mein Name? Können mich den Paladin von Grangor nennen. Das ist ja nicht euer Name. Ein Titel. Das ist nicht euer Name. Ihr wollt meinen Namen wissen. Euren Namen. Ich bin Aljek von der Drachenzwinge. Wir haben einige Fragen. Setzt euch.
bleibe im Türrahmen stehen. Man hört von euch, dass ihr Geschichten erzählt im Arena-Viertel. Im Arena-Viertel? Das ist doch zerstört. Da komme ich mit meinem Bein wohl gar nicht hin. Man hört ebenso, dass ihr Kontakte zu Goldschmieden pflegt. Nach denen meint ihr? Ja, ich war vor... Das ist schon auch über eine Woche her. Da war ich wohl bei einem Goldschmied. Zu welchem Zwecke? Wir haben miteinander gesprochen. Zusammen mit einem anderen Prioten. Worüber? Über das, was da kommen mag. Prophezeiung, Vision, die Wirren der Schlacht. Nicht zufällig über Gold. Selbstverständlich, mit einem Goldschmied haben wir auch über Gold geredet. Habt ihr diesem Goldschmied einen Auftrag erteilt? Einen Auftrag erteilt? Ich habe ihm keinen Auftrag erteilt, nein. Wir haben uns etwas über die Märtyrer unterhalten. Habt ihr geduldet, dass der Priot ihm einen Auftrag erteilt? Was erdreiste ich mich, über andere Geweihte zu urteilen? Aber dieser Auftrag, den der Priot ihm gegeben hat, ist in eurem Mitwissen erteilt worden. Ja, das ist richtig. Und dieser Priot, wer war er? Ein Mann, der hier im Sonnentempel seiner Agenda nachgeht. Wie heißt der Mann? Sein Name. Ob er nannte sich Enarch. Das ist ein seltsamer Name. Nun, ich bin ein Aljek, aber der Name mag hier vielleicht außergewöhnlich sein, im Bornland vielleicht nicht. Eure Verwundung ist interessant. Könnt ihr mir berichten, wie es dazu gekommen ist? Wozu gekommen? Ja, eure Verwundung. Welche Verwunderung? Verwundung? Meine Verwundung. Ja. Ah, ihr müsst etwas deutlicher sprechen, verzeiht, mich klagt ein Pfeifen im Ohr. Das ist nicht meine Heimatsprache, entschuldigt. Wir haben, sagte ich das nicht schon einmal, bei der Schlacht der 1000 Oger stand ich neben dem großartigen Raedri Conchobaia, als er mit seinem Streitwagen die Oger kaputt machte. Und da habe ich mir meine Verwundung zugezogen. Gekämpft. Genau. Ja, wenn einem der Orga das Bein herausreißt, rausdreht und dann vor dem Auge frisst. Oder das Ärmchen. Ich glaube, so hat es sich zugetragen. Da verliert man dann schon das Bewusstsein und einige Seelenkundler sprechen dann von Verdrängung.